ist eine Weißkleeblatt und Blume. Und Weißklee ist eine besonders gute Pflanze, um Bodenfruchtbarkeit zu heben. Also wir machen alle unsere Wiesen, sehen wir Weißklee mit ein, und wir würden das auch jedem Landwirt empfehlen, Weißklee als Untersaat mit in die Äcker zu machen. Also das hat seinen Hintergrund, warum diese Blätter und Blumen da drauf sind. Das sind nicht umsonst dreiblättrige Kleeblätter, weil das ist das echte Glücksklee-Blatt, das dreiblättrige. Und ansonsten, hier wird gepackt, hier kommt jeden Tag der Post-LKW, der 50 bis 100 Pakete mitnimmt. Wenn Sie nachher noch was kaufen wollen, gibt auch bei mir hinten, aber wenn Sie die Mengen abholen wollen, dann können Sie hier reingehen und sich hier zeigen lassen, was wir alles haben und was Sie mitnehmen können. Genau, unser Hofladen. Und wer ist heute da? Da ist Tina und Michelle, die zu tun haben. Aber Tina und Michelle machen heute den Hofladen und sind sonst im Büro und können Sie am Telefon erreichen, und die schreiben Ihnen ihre Rechnung, wenn Sie bei uns die Pakete kaufen. Mit diesem Beet hat auf dem Hof alles angefangen. Da waren wir nur zu zweit, ich und Ilja, der jetzt in der Küche steht und jetzt den Garten macht ansonsten. Aber das ist das erste Versuch unseres Quadratbeetes gewesen. Noch nicht als Hochbeet, sondern als flaches Beet. Und man sieht das hier, 1,20 m x 2,40 m, also normal ist so 1,20 m x 1,20 m. Wir haben eine Unterteilung in 30 x 30 cm Quadrate. Und das wird nicht so bepflanzt, dass man eine Reihe macht mit ganz viel, sondern man macht jedes Quadrat anders und ganz divers. Inzwischen wuchert das schon mit den ganzen Kräutern, die wir über die Jahre da so reingepflanzt haben, die sich vermehren. Da darfst du nicht spielen. Die sich vermehren zu. Nein! Ich schätze mal, wir haben hier ungefähr 20 verschiedene Kulturen drin, auf dieser kleinen Fläche. Und wo immer sie sind, in der Stadt, kleiner Kleingarten oder was auch immer, klein, immer klein denken. Versuchen Sie nicht 1000 Quadratmeter auf einmal einen schönen Garten zu machen oder anzubauen, oder ich mache jetzt Permakultur ganz groß, fangen Sie klein an, und klein heißt wirklich 1,20 m mal 1,20 m, vielleicht unterteilt in solche Quadrate, und dann wirklich divers bepflanzen, und dann verlieren Sie die Lust erstmal nicht am Gärtnern, das schaffen Sie in 5 Minuten am Tag, und Sie werden auch von der Ernte nicht überfordert, und das können Sie noch Unkraut jäten, und das können Sie auch noch gießen, und da können Sie auch so viel Material reinbringen, dass das richtig fruchtbarer Boden ist, der wächst. Und wenn Sie das einmal mit Ihrem Urin gegossen haben, dann wuchert das sowieso wie verrückt. Das ist ein Konzept, eine Idee, Quadratfußgärtnern aus den USA von einem Ingenieur. Klar, Ingenieure denken in Quadrate. Und eigentlich dem normalen Beetkonzept mit rein um Längen überlegen. Und ich kann ja mal so ein paar Sachen aufzählen, die wir hier drin haben. Ich sehe Liebstock, ich sehe dauerhafte Petersilie, das ist Wasabi, was hier alles überwuchert. Da kann, wer will, sich auch mal eine Pflanze von ausbuddeln und mitnehmen. Also da habe ich viel zu viel von, habe ich drin stehen lassen, damit auch im Erdbeerfest mal ein paar was davon mitnehmen können. Also es schmeckt wie Wasabi, es ist sehr scharf, und man kann da Wasabi-ähnliche Paste mitmachen. Oder auch einfach für Tee oder Gewürz. Brokkoli, amerikanischer Schnittsalat, Schnittlauch, ewige Zwiebel, dauerhafte Zwiebeln, die immer wieder kommen, Etagenzwiebeln. Ein paar Erdbeeren haben wir drin, wo ich auch schon Schälchen gegessen habe. Wir haben roten Sauerampfer, wir haben Knoblauch, wir haben Bärlauch, wir haben dicke Bohnen, wir haben Meerrettich, wir haben Kapuzinerkresse, Mangold, Sellerie, ein paar Sachen hier drunter, die ich jetzt gerade nicht erkenne. Also das allein auf dieser kleinen Fläche, Ringelblumen. Also man sieht, man kann seinen gärtnerischen Trieb, das schaffe selbst ich noch auf dieser kleinen Fläche, mich auszuleben mit dem vielen, was man zu tun hat. Und wenn Sie auch viel zu tun haben, dann machen Sie wenigstens so ein kleines Beet, lernen Sie, wie man anbaut, machen Sie Ihre Fehler, machen Sie die ganz schnell wieder weg, indem Sie das Quadrat wieder zupflanzen und immer quer durcheinander, immer sofort wieder neu bepflanzen. Drei Ernten im Jahr, Radieschen im Frühjahr, Salat, Bohnen, nochmal Feldsalat im Winter vielleicht oder ein Kohlrabi. Wie tief gehen die Bretter in die Erde? Man sieht hier, das ist schon... Wir haben hier wirklich 20, 30, 40 Zentimeter tiefe Schwarzerde. Die geht auch nicht mehr weg. Also das ist jetzt wirklich eine stabile Schwarzerde, die wir hier mit Holzkohle und Kompost aufgebaut haben. Also das
Das haben wir hier schon geschafft. Aber inzwischen machen wir es nicht mehr nur so. Inzwischen sagen wir, Mensch, noch einen Schritt weiter, machen wir nicht nur 30 cm tief, machen wir doch einen Meter tief, machen wir Hochbeete. Nehmen wir das Ganze ein bisschen hoch, da ist es wärmer, da kommen die ganzen Schädlinge nicht so ran. Und das ist wirklich nochmal so, das wächst nochmal doppelt so gut, das machen wir gleich. Aber bevor wir das machen, kurz die Stände hier vorstellen. Wir gehen mal hier rum. 7 Giebel hoch. Hochbeet ist voller Schwarzerde. Im Prinzip machen wir da komplett, wir produzieren in dem Hochbeet selber eine Schwarzerde, ja. Zeigen wir gleich. Das ist der Stand vom 7 Giebelhof, wo ich mich sehr, sehr freue, dass der dieses Jahr wieder gekommen ist. Wir arbeiten mit dem schon ganz, ganz lange zusammen. Wir hoffen, dass er irgendwann auch in die konsequente EM-Anwendung kommt auf seinem Acker. Den Meterhof hier, 13 Kilometer, 7 Kilometer Luftlinie in Drenko. Hat Schweine, hat Rinder, macht ganz viel leckere Käsesorten, Joghurt, Quark. Also hier sich leckeren Demeter Käse nachher abholen. Dann haben wir aus unserer Gemeinde Olli, den Dorfschmied quasi, den Kunstschmied, der auch ein EM-Schmied ist inzwischen und teilweise in den verschiedenen Prozessen beim Schmieden kann man tatsächlich in dem Wasser, in der Glut mit EM bzw. EM-Keramik arbeiten. Fragen Sie ihn, wie das funktioniert und was das bei den Messern bewirkt. Bin interessant, was er wieder zu berichten hat. Ich weiß letztes Jahr, ja, die verhalten sich ein bisschen anders, die Messer. Jetzt haben wir Langzeiterfahrung. Fragen Sie ihn nachher. So, dann haben wir hier unsere Verpflegungsstation. Da gibt es die ganzen Leckerlis. Meine Frau hat 2 Tage lang Torten gebacken. 18 Erdbeertorten gibt es zu verknuspern. Und hier vorne ist Renate, unsere Nachbarin, die Krebs für sie macht. Für 1 Euro das Stück. Das kann man sich auch von satt essen. Nicht? Wieso? Was denn? Weil die Preise steigen mit solchen tollen Zutaten. Wie ist der Preis? Wir können doch nicht nur 1 Euro. Ja, sag den Preis. Ich hatte den Preis von letztes Jahr im Kopf. Mit Erdbeeren und allem 2,50. Okay, Entschuldigung. Also, das, der Luxus, der Luxuskrebs dann 2,50. Wo ist meine Frau? Die sind doch hier. Die können das essen. Das können wir nicht. Luciana, du musst dich kurz präsentieren. Nimm eine Torte mit, die du in die Kamera halten kannst. Bitte. Nein, wir wollen die richtige. Ich nehme ihn. Die Torte. So. Wo ist die Kamera? So. Also, die Hofkünstlerin, die auch unser Hofschild gemacht hat. Eine Großaufnahme bitte von der Erdbeertorte und das kriegen Sie alle noch zu probieren. Wir sollten für jeden ein Stück haben. Ja, mit Schlagsahne, ne? Gefühl. Ich darf noch hinzufügen, dass ich darauf bestehe, dass in jede, mindestens in den Teig kommt auch immer ein Schluck EM rein. In den Pudding auch? Echt? Ja. So, also es kommt, man kann beim Kochen immer überall EM mit reinmachen. Man glaubt gar nicht, dass es ist. Es ist überall durchaus interessant, die Qualität ein bisschen zu verbessern. Ich habe das schon als Salatsoße genommen, also wo man sonst. Das macht mein Vater immer, genau. Salatsoße ist ja so sauer, dass man es auch als Salatsoße nehmen kann. Am Teig auch. Aber kann das denn die Temperatur? Also normalerweise sagt man doch, die EMs sollen nicht über eine gewisse Temperatur. Die dürfen ja auch sterben, das macht ja nichts. Leben und Sterben bei Mikroorganismen ist normal, aber wir wollen ja die schönen Substanzen haben, die sie produziert haben. Okay. Ja, Torte. Würdiger Nachfolger war vorhin die Rede. Ja, ich werde mich auch noch an den Kuchen halten. So. Ich will dich auch. Ja, geh doch mal kurz zu dem großen Hochbeet hier vorne. Das haben wir aus einem Kartoffelsilo umfunktioniert. Ja, komm, schaffst du es? Ja. Was ich immer schon mal fragen wollte, was ist so mit Urin und also, was ist mit den Menschen-Experimenten? Ich kann sogar hier springen. Sorry. Geht gleich los. So, also das kannst du auch mal rüberschwenken dann. Das ist die Weiterentwicklung quasi unseres Quadratbeetes. Da haben wir gesagt, Mensch, was machen wir hier mit dieser Struktur? Das war immer so eine Müllecke, alle reingeschmissen, alles Kartoffelsilo, nicht mehr gebraucht.
Und dann kam irgendwann mal jemand auf den Hof, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, einer, der hier ein bisschen mitgearbeitet hat, und gesagt, mach doch einen Hofbeet da draus. Und das haben wir dann auch relativ schnell umgesetzt. Danke für den Vorschlag. Und typischer Hochbeetaufbau von grob zu fein. Also unten kann man wirklich ganze Äste reinhauen oder Stämme, was immer sie an Holz und Schauenschnitt und sonst was im Garten haben. Da muss nichts klein gemacht werden. Massives Material rein. Jede Schicht immer so Hälfte organisches Material, Hälfte wirklich Erde, Sand, was sie so haben, normale Gartenerde. Oder auch Bauaushub oder irgendwas. Ja, wunderbar. Alles, was organisch ist. Nadelstreu. Da kann man den ganzen Garten aufräumen. Da gehen Mengen rein, das glauben Sie gar nicht. Hälfte organisches Material, Hälfte Erde. Da braucht man auch relativ viel Erde. Ja, man muss es nicht so groß machen. Das ist schon, wie gesagt, denken Sie klein. 1,20 Meter mal 1,20 Meter, 90 mal 90. Es gibt diese Kompostboxen für diese Holzlattenkomposter. 90 mal 90 Zentimeter. Ideal, machen Sie in einer halben Stunde, eine Stunde können Sie ihn voll machen. Machen Sie schön. Und können am Abend pflanzen und haben sich nicht überarbeitet. Wunderbar für Schulklassen. So ein kleines Hochbeet. Das ist schon, da haben wir schon, also das machen Sie nicht alleine. Das ist hier eine größere Variante. So, dann von grob zu fein. Dann kommt Küchenabfälle, Gartenabfälle, Grasschnitt. Überall ein bisschen EM und Triaterra-Streu mit rein. Mal durchfeuchten und Holzkohle mit rein. Ne? Also diese Triaterra-Streu vielleicht in jede Schicht. Ungefähr auf einen Quadratmeter. Wir machen relativ viel, einen Sack auf 2 Quadratmeter. Also da kann man mal richtig reinhauen. Wir machen wirklich von einem Tag auf den anderen Therapreta, massive, 1 Meter mächtige Therapreta. Willst du springen? Spring! Ich möchte wieder hoch. Okay. So. Und oben dann halb verrotteter Kompost, Mist kann man auch eher unten, aber desto höher man kommt, desto eher wollen wir die fertigen Schichten, das fertige Material, den reifen Kompost haben, oben drauf wirklich eine Schicht reife, ausgeruhte Gartenerde, wo möglichst keine Unkrautsamen drauf sind, 5 Zentimeter mindestens, maximal 10. Und so kann man so ein Beet aufbauen und dann können Sie auch sofort reinpflanzen, können Sie mulchen und sofort reinpflanzen und im ersten Jahr wirklich dann so eine Starkzehrer, also Pflanzen, die wirklich Power brauchen. Kohl, Tomaten, Mais, alles was rankt. Gurken, Kürbis, wächst wirklich doppelt so schnell. Es wächst ihnen mit 0,nix, ist alles zugerankt von dem Beet aus. Und im zweiten, dritten Jahr, das ist jetzt schon das dritte oder vierte Jahr mindestens, da kann man dann auch schon mal Mittelzehrer bis Schwachzehrer nehmen, dann Zwiebeln sind Schwachzehrer und Erbsen und so. Und die fangen dann auch da gut an zu wachsen. Im ersten Jahr wirklich nur die Schwachzehrer, zweite, dritte Jahr kann man dann auch mal die anderen Pflanzen dann so rein. Und hier ist jetzt wirklich, das sinkt ein bisschen ab, aber hier haben sie jetzt wirklich 80 cm, 1 Meter Schwarzerde drin. Das ist Therapreta, die wird auch nicht mehr verschwinden. Also das muss man dann höchstens nochmal nachladen, dass man nochmal vielleicht mit Urin gießt, wieder den Kompost, den man hat, vielleicht wieder mal ausbringt auf der Fläche. Aber man muss das nicht nochmal aufbuddeln und neu machen oder so. Das ist so, das bleibt so, das ist Schwarzerde und die können Sie noch vererben. Nehmen Sie normale Samen oder sind die irgendwie behandelt? Am besten ist man pflanzt, wenn es irgend geht, zumindest am Anfang, weil in dieser sehr rohen Erde, das mit dem Keimen ist immer ein bisschen schwierig. Also alles, was man pflanzen kann, ist gut. Aber ansonsten normale Samen. Ja, also wir gucken, dass wir Demeter-Saat gut kriegen oder so. Was Samen echt ist, also nicht irgendwie Hybrid-Samen, damit wir die auch, wenn es mal passt, selber nachzüchten auf dem Hokkaido-Kürbis oder wenn der Kohl in Saat geht oder so. Aber wenn wir das im Supermarkt sehen und sagen, das wollen wir haben, dann nehmen wir das auch mal mit. Frage. Ja. Eine Belüftung, und ist die nicht erforderlich? Nein. Wir hätten Probleme mit Fäulnis, wenn wir nicht EM verwenden würden. Aber EM ist ja anaerob, geht ja ohne Luft. Und dann, wenn das organische Material anaerob da ist, dann haben wir eher den Prozess, dass es Milchsäure fermentiert. Und das lieben die Pflanzen, das ist also in Ordnung. Also dank EM brauchen wir keine Belüftung, einfach Schicht für Schicht aufarbeiten. Wenn Sie nur auf Beton machen können, machen Sie Beton. Das geht auch. Das ist auch kein Problem. Diese ein Meter hohe, da ist ja ein Meter Erd,
Erdschicht jetzt, das reicht völlig aus. Also oder ich sag mal, also bis ab 20, 30 Zentimeter Erde können Sie auch auf Beton machen. Funktioniert. Hey, ich habe ein Mikro. So. Okay. So, das kann ich aber nicht lange. Ansonsten sehen Sie hier den Produktionsplatz. Der grüne große Wagen da vorne. Das ist unser Futtermischwagen, in dem machen wir inzwischen diese Triaterra-Streu. Die muss ja gemischt werden. Das haben wir am Anfang noch in Bottich mit Spaten gemacht. Jetzt in einem Futtermischwagen, wo wir an einem Tag 5 Kubikmeter, 10 Kubikmeter produzieren können. Das reicht dann einen Monat oder manchmal nur einen halben. Nicht anfassen. Und das ist das Mikro. Wenn du da anfährst, dann gibt es Explosionen. Und ja, das ist das Reich von Christian, unserem Techniker. Der darf dann mit dem Manitou fahren und ja, alles hin und her fahren und ist glücklich. So, und jetzt gehen wir einmal in den Garten und rum in den Garten und gucken uns da die Stände an. Ström, Ström, Ström. So, gehen wir mal kurz durch. Sven Lorenz, tatsächlich Imker, der unseren Honig liefert. Zum guten Teil jedenfalls, aus dem wir unseren Honig-EM machen. Wir machen ja ein Honig-EM, Triaterra Honig, speziell ein helles EM für Sprühen im Haushalt, für Putzen auf Holzflächen und Waschmaschine und so. Also überall da, wo die dunkle Farbe ein bisschen stört. Und da brauchen wir jede Menge Honig. Inzwischen brauchen wir so 1000 Kilo im Jahr. Und alles, was er irgendwie an, ich sag mal so, den Honig, den er nicht so schön in diese sortierten Gläser abfüllen kann, die ganzen Reste, kommt zu uns. Und daraus machen wir dann den Triaterra Honig. Imker aus Kossenblatt, Brandenburg und guter Bekannter von Uli und Josi, unseren Gärtnerinnen. Hier neben ist unser Triaterra-Stand. Dann haben wir Katrin, eine Freundin von Antje, Antje und Olli, dem Schmied und der Perlenmacherin, die hier Filz anbietet heute. Daneben haben wir Frank Noack, Frox Immun Experte, Vertreter, der jetzt auch mit diagnostischer Medizin arbeitet, wo man sich mal durchtesten lassen kann, ob man irgendwelche Vergiftungen oder Mangelsachen hat, kann er einem erklären, wie das funktioniert und was das bedeutet. Sehr interessant. Dann haben wir, ja, wenn wir schon hier in der Mitte stehen, dann machen wir gleich alle Stände durch. Da vorne gibt es unsere Lesung in wenigen Minuten, 14 Uhr in dem Zelt. Daneben ist Frank Reichert mit der Seilerei und den Edelstein, unter anderem Shungit. Fragen Sie ihn nach Shungit, dem nordischen Gesundheitsstein, der fast genauso funktioniert wie EM-Keramik, interessanterweise, wenn man sich mal die Sachen durchliest. Und der auch ein EM-Berater ist, der hat EM-Seifen, EM-Kosmetik, gucken Sie da mal rein. Dann haben wir das Naturbauhaus Schwerin, Jan-Peter Seifert, der auf unserem Hof ganz viel mitbaut und mitarbeitet und renoviert mit, aber auch für uns immer der Ansprechpartner ist, weil die Kombination von EM und Naturbaustoffe hat sich als, also EM beim Bauen ist ja prinzipiell sehr interessant, wenn man EM in Farben einmischt, wenn man EM in Putz einmischt, dann kann man wunderbar Schimmel bekämpfen, kann man wunderbar eine gute Raummikrobiologie schaffen. Die Baustoffe halten länger, interessanterweise, weil sie nicht so schnell oxidieren und kaputt gehen. Ja, genau. Und besonders gut ist die Wirkung, wenn man eben mit reinen Naturbaustoffen arbeitet. Und da fangen die EMs natürlich manchmal an und fressen den Sondermüll auf, die Mikroorganismen. Aber mit den reinen Naturbaustoffen passt das also sehr gut zusammen. So, was haben wir noch? Bauer Püß, Puß, geschrieben Püß, der auch seit vielen Jahren schon mit EM arbeitet. Sich da ganz viele Gedanken um eine naturnahe, echte Landwirtschaft macht und
speziell deine Frau ein goldenes Händchen hat, um Pflanzen groß zu ziehen. Und da muss man wirklich jeden Tag fünfmal gucken und dass es in der Nacht nicht erfriert und dass es genug Wasser hat und dass die Temperatur stimmt. Eine Sache, die ich nie hinkriege, weswegen ich mich vor langer Zeit für Erdbeeren entschieden habe. Eine Pflanze, die sie nicht tot kriegen, die in 10 Jahren noch in der Wiese wächst, wenn sie vergessen haben. Und die zuverlässig Erträge bringt, auch wenn sie alles falsch machen. Also das sind Pflanzen für mich. Sie kann auch die anderen Pflanzen, die, wo man wirklich ein mehr als grünen Daumen und ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Mit EM zieht sie diese Pflanzen groß und die gibt es heute hier. Alles, was sie heute nicht mitnehmen, kriege ich eventuell heute Abend geschenkt. Also Hände weg. So, genau. Und dann stehen wir hier vor unserem Teich. Da vielleicht noch ein kurzes Wort zu. Wir haben hier keinerlei Technik drin. Wir haben mal verschiedene Versuche gemacht, aber am Ende hat es sich alles als unnötig erwiesen. Wir halten den Teich, wir machen maximal einmal im Jahr noch EM rein. Im Grunde ist der Teich gut, die Mikrobiologie ist gut, die haben wir in einem guten Zustand dank EM und Zeolit, was wir hier immer rein, also einmal oder ein paar Mal reingemacht haben. Und ganz wichtig, wir hatten hier Probleme mit Probleme gehabt, weil wir das am Anfang als Abwasserteich geplant hatten. Und hier auch relativ viel Abwasser reingeflossen ist. Und da brauchten wir erstmal eine ganze Weile, um diese Übermaß an Nährstoffen rauszubringen. Da haben wir mit EM gearbeitet, das wurde klar, ja. Und dann haben wir ein paar Wasserpflanzen entdeckt, die uns dabei ganz stark helfen. Man sieht hier dieses Gestrüpp, diese Unterwasserschlingpflanzen, das ist Hornkraut verschiedener Sorten. Kanadische Wasserpest, Hornkraut. Genau, das da. Und auf der anderen Seite sieht man diese, ja, wie Aloe Vera, diese spitzen Pflanzen, die aus dem Wasser kommen, das sind auch schwimmende Wasserpflanzen, die man einfach so reinschmeißen kann, Krebsschere, und die saugen, beide Pflanzen saugen die Nährstoffe enorm aus dem Wasser und haben für die Algen ist da nichts mehr da. Deswegen wird das Wasserglas klar. Und wenn die Pflanzen zu viel werden, dann können sie die abschöpfen und als Mulch nehmen oder kompostieren. Also wunderbares Mulch oder Kompostmaterial. Oder verkaufen, so wie wir es machen. Also dieser Teich macht inzwischen richtig Geld und ich lasse in den Teich Abwasser wieder rein, weil ich mehr Nährstoffe brauche, damit meine Pflanzen schneller wachsen. Speziell mit EM, aber auch genug Wasserpflanzen, speziell diesen schwimmenden Wasserpflanzen, die man raussaugen, die man rausnehmen kann, kann man Teiche wunderbar klar kriegen, ohne jede Technik. Und Krebsschere und Hornkraut, das sind die beiden Namen, die Sie sich da merken können. Okay. Noch zu der besonders künstlerisch gestalteten Ecke von Ilja und dann gehen wir noch ganz kurz zur Küche. Ilja habe ich schon gesagt, unser Gärtner. So. Der hatte dann dieses Frühjahr auch wieder die Idee, oder was heißt wieder, der hatte so viel Frühlingsenergie getankt während der Winterpause, dass er einen neuen Hotspot, eine neue wunderschöne Ecke im Garten eingerichtet hat nach und nach mit diesem neuen Hochbeet. Das ist unser Dornröschenschloss, das stand schon, das wächst jetzt langsam zu, das braucht noch ein paar Jahre. Ich sag mal so, in 3-4 Jahren beobachten Sie den Fortschritt, wird die Struktur komplett unter Brombeeren verschwunden sein. Was auch mein Plan ist. Wir wollen ein komplett überwuchertes Dornröschenschloss machen. Aber nicht mit Rosen, sondern mit Brombeeren. Wir wollen das ernten. Und dann fahren wir immer mit Rasenmäher rum und gucken, dass die Brombeeren nicht ausbrechen. Dass die schön da drin bleiben. Hier hat der Ilja eine Milpa angelegt. Milpa, die drei Schwestern aus Mexiko, Mais, Bohnen, Stangenbohnen und Kürbis, das sind Pflanzen, die wir alle aus Mittelamerika, aus Mexiko bekommen haben, also hier als Kultur, ne? Vor 500 Jahren. Mais wird zwar heute bei uns in der Landwirtschaft und auch sonst oftmals als Monokultur alleine angebaut und deswegen ist er auch so zerstörerisch, weil er in dieser Form tatsächlich schlecht ist für den Boden, Humus räubert, kaputt macht, aber wenn man ihn in Mischkultur anbaut und wenn es nur die Bohne ist und vielleicht noch ein bisschen Untersaat wie Klee oder
eben in dem Fall der Kürbis, also ein anderer Bodendecker dazu, dann ist Mais eine sehr produktive Pflanze, also produktiv ist er sowieso, aber dann ist er auch in dieser Kombination sehr gut für die Böden und kann Böden aufbauen und Humus produzieren. Nur dass wir zwar die Pflanze mitgenommen haben, den Mais, aber vergessen haben, die Indianer zu fragen, die Mexikaner zu fragen, wie man das denn wirklich anbauen muss, damit der Boden auch 1000 Jahre fruchtbar bleibt. Also das ist die Milpa, die schon ganz gut in Gang gekommen ist, und dann hat er hier noch ein paar kleine andere Hügelbeete angelegt und eben dieses Hochbeet als kleine Kunstecke, auf die er ganz stolz ist. Hier vorne sehen wir, wo gleich unser Feuer gemacht wird, wo wir dann demonstrieren, wie man im Erdloch Holzkohle macht. Sehr einfaches Prinzip, desto größer man das Erdloch macht, desto mehr Holzkohle kann man auf einmal produzieren. Und die Idee ist, nicht so klassischer Holzkohlemeiler und dann von innen so langsam ankokeln, und die Dinger rauchen ja eine Woche lang extrem. Wie spät ist es? Also, dann gehen wir nicht mehr zu der Küche. Die Küche können Sie hier, die Kamera kann dann später nochmal da eine Aufnahme vielleicht machen. Also Ilja und Sandra haben auch schon 2 Tage lang gekocht und eingekauft und bieten da leckeres indisches Essen an. Gemüseeintopf, Reis, Pakoras, Blumenkohl und andere Sachen in Kichererbsen, Mehlteig. Dann Chutney dazu, Kräuterquark. Also da können Sie sich hier, keiner muss hier Essen mitbringen, da können Sie sich wunderbar versorgen. Mir wird schon Essen zurückgestellt, das weiß ich, ich kriege heute Abend noch was. Weil es wieder ausverkauft sein wird, das ist schon klar. Okay, dann ist jetzt kurze Pause und dann geht es 14 Uhr jetzt weiter, wahrscheinlich in 5 Minuten mit der Lesung von Dr. Anne-Katharina Tschocke.